will ich leben mit dem Werke und immerwährende Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns seine Fülle schenkt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Heiligen Messe. Wir feiern heute den heiligen Antonius, Mönchsvater. Er hat gelebt, geboren um 250, über 100 Jahre alt geworden, so wird überliefert, ist er in die Wüste gezogen. Das war die Zeit damals, das Christentum, die Verfolgungen haben nachgelassen und die Menschen haben in der Oberflächlichkeit des weltlichen Lebens nicht mehr diese Tiefe gefunden, die sie von Christus her in den ersten Jahrhunderten erlebt haben. Und so haben sich viele zurückgezogen in die Stille, in die Einsamkeit, um dort mit Gott verbunden zu leben. Sie haben dabei aber auch erlebt, sie haben den Rummel der Stadt mitgenommen. In ihren Herzen war diese Unruhe da. Und so war Antonius der, der ihnen gelehrt hat, in die wirkliche Stille zu kommen. Eine Stille, in der dann auf einmal die Fülle der Gegenwart Gottes ganz bereichernd erlebt wird. Er hat quasi den Grund gelegt für das beschauliche Leben in klösterlicher Gemeinschaft, damals unter den Einsiedlern. Üben wir uns selbst in großer Achtsamkeit auf die stille Gegenwart Gottes, jetzt hier zu sein und unser Leben zu leben. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast den heiligen Mönchsvater Antonius aus der Welt herausgerufen und ihm die Kraft gegeben, in der Einsamkeit der Wüste vor dir zu leben. Hilf uns auf seine Fürbitte, uns selbst zu überwinden und dich über alles zu lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund.
Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr, wenn ihr mein Wort hört und in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben gewinnen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn: Welche? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch. Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmal sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, sind wir froh, dass wir nicht in die Wüste müssen, denn so romantisch war das dort nicht, auch nicht für den heiligen Antonius. Aber sind wir froh, dass wir von ihm etwas lernen dürfen, der diesen Weg gegangen ist. Nämlich, unser Leben hat den Auftrag, dass wir einen geistigen Kampf gut meistern. Es ist in der Lesung heute angedeutet worden. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Es gibt Geistigkeiten in unserer Welt, die uns wegziehen von Gott. Und der Mensch muss lernen, die Geister zu unterscheiden. Was an dem, was in mir da ist, an Gedanken, an Gefühlen, an Ideen, an Worten, was von dem kommt vom Heiligen Geist und ist gut fürs Leben, macht ein Stück Himmel auf der Erde, und was von dem kommt vom Ungeist und treibt mich weg vom Glück des Himmels und verbreitet auch rund um mich Unglück. Das hat der heilige Antonius vorgelebt, dass wir diese innere Achtsamkeit bemerken und leben, damit wir wirklich in den Frieden und in den Reichtum Gottes kommen. Und so auch im heutigen Evangelium. Zum einen die Achtsamkeit für die Gebote Gottes, denn das alles seine Gebote führen hin zur Du-Bezogenheit. Alles ist Achtsamkeit, dass ich dem anderen auch gut bin. Und dann sagt der Herr: Dann bist du auch
bereit für den Himmel. Aber sagt dann noch eines: Wenn du den Himmel hier schon in Fülle haben willst, dann lerne, dass du loslässt, was hier auf Erden das Deine ist, was dir gehört. Zumindest innerlich loslässt. Der heilige Antonius hat es auch äußerlich losgelassen. Hat wirklich nur mehr das Minimum an Lebensnotwendigen für sich beansprucht. Er war dann, ist auch irgendwie verständlich, ganz frei für die Gegenwart Gottes. Aber wir, die wir in unseren materiellen Aufgaben stecken, dass wir zumindest uns einüben, innerlich loszulassen. Dass wir uns nicht von irgendwelchen materiellen Besitztümern, aber auch nicht von irgendwelchen Vorstellungen in Besitz nehmen lassen und dann davon belastet sind. Jesus, sein Weg war ja auch in die Armut, aber gleichzeitig in die Freiheit. Er war ganz frei, ganz verfügbar, weil er sich an nichts in dieser Welt festgehalten hat, aber an Gott. So, das dürfte der heilige Antonius erleben. Er fand auch diesen festen Halt in Gott. Gerade im Alter, wenn es stiller wird, haben wir diese Phase, wo wir das gut einüben können. Uns festmachen in der stillen Gegenwart Gottes und dort einen Reichtum entdecken, der dann auch bleiben wird. Üben wir uns und bezeugen wir das auch, dass auch die Menschen, die jetzt in den Trubel dieser Welt ihre ganze Aufmerksamkeit haben, diesen stillen Reichtum entdecken. Amen. Zu Jesus Christus, dem König unseres Lebens, wollen wir voll Vertrauen beten. Für die Männer und Frauen, die allem Besitz entsagt haben und in Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die vielen, die geblendet vom Zauber der Welt nicht den Mut finden für ein Leben aus dem Glauben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Armen und Hungernden, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selber, um die Kraft, dass wir in der Versuchung standhalten können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch das jüdische Volk einschließend begehen, heute den Tag des Judentums, dass sie den Messias erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch unseren Bischof Manfred einschließen, der am heutigen Tag als Bischof von Linz eingesetzt wurde, dass er im Heiligen Geist die Diözese gut führt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen, ungenannt auf gute Meinung. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du herrschst über Zeit und Ewigkeit. Erhöre unsere Bitten und schenke uns das Leben in Fülle. Dafür danken wir dir heute alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du, dass ich nicht eher mein dich nannte, du höchstes Gut, du wahre Ruh. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Ich lief verirrt und war verblendet.
Lasst uns beten. Gott, im Gedenken an die Hingabe des heiligen Antonius, bringen wir mit diesen Gaben uns selber dar. Nimm uns alles, was uns von dir trennt, damit du allein unser Reichtum bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir danken sie, dein Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen, um mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Erlösungsleiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken der Liebe. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde,
vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde, führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit dem heiligen Antonius, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht, beten wir mit liebendem Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, nicht einen Frieden, den die Welt euch gibt, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn du vollkommen sein willst, so folge mir nach. Das
Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi. Amen. Der Leib Christi. Verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen, dann komm und folge mir, spricht der Herr. Singen wir zum Dank. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelswonne, dass du Jesus.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, mit deiner Hilfe hat der heilige Antonius die Mächte der Finsternis besiegt. Stärke uns durch die heilbringende Speise, die wir empfangen haben, damit auch wir die Angriffe des Bösen überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. So eine Freude, dass ihr euch beschenken lasst. Bitte gebt Zeugnis für diesen Reichtum, damit auch andere ihn bemerken. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind und alle, denen ihr begegnet. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden.